Gott, das, das Zeug ist quasi nichts wert. Die Fracht ist quasi nicht wirklich was wert. I only trade with ship captains. Ja, ist okay. Wenn du nur mit Schiffskapitänen handelst, dann sollte ich mal mit meinem Schiff vorbeikommen und dir also auf die Schnauze hauen, ne? So oder so wirst du mitkommen, du Hund. Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich dir je... So. Gracias, meinen Dank. Kalter, toter Kadaver hat funktioniert. So, jetzt müssen wir die Hinrichtung erreichen. Und haben ein paar optionale Ziele. Irgendwas mit einem Seil. Ich habe nur keine Ahnung, was es ist. Wir wissen ja mittlerweile, wo die Hinrichtung ist. Und offensichtlich laufen da viele andere auch hin. Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn... An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu viel... Ja, das haben wir dann wohl schon. Genau deswegen wollte ich eigentlich vorher dich erwischen. Autsch. Danke sehr. Müssen wir schnell den Typen hier befreien. Ah, ich muss anonym werden offensichtlich. Warten wir mal ganz kurz ab, bevor wir ihn befreien. Ich meine, er sieht sehr unbefreit aus im Moment. Kann ich überhaupt anonym werden, solange ich im Sperrgebiet bin? Ah ja, doch, kann ich. Habe ich eben auch geschafft. Dieser Scharfschütze. Ja, komm. Und ich will... So, komm. Danke. So. Ah, ja, jetzt habe ich ihn wieder in Ketten gelegt, dass ich ihn wieder befreien kann. Sehr gut. Ah, und er ist auch 4 Crews, alles klar. So, hier bin ich wieder safe. Hier bin ich ganz woanders. So, aber hier rüber. Wenn wir schon dabei sind. Oder da sind. Der Piratenkapitän. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Bande von Templer Freibeuter hat kürzlich vor der Küste eine Heilschiffe aufgebracht. Stecken sich und die verstohlenen Güter irgendwo in der Stadt. Komm, Fliegtaube. Also, du Klontaube, weil du schaust immer gleich aus. Irgendwo in der Stadt, alles klar. Weiter außerhalb geht ja fast nicht. Komm, komm, komm. Da drüben, da drüben. Sorry. Hier wäre dann schon das Sperrgebiet. Ich weiß nicht, ob das als... nein.
Sie wurden entdeckt. Das galt also nicht. Komm, hör auf mich festzuhalten. Ich will hier weg. Alter, was ist denn mit euch los? Habt ihr Klammerangst? Und? Hat das Krokodil Hunger? Offensichtlich nicht. Ah, verdammt, ich dachte, na egal. Jetzt sind wir zwar wieder im Sperrgebiet, aber das stört mich jetzt nicht. Wir haben zumindest 1000er bekommen. Das reicht ja. Segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet? Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Mission beendet. Wachen entwaffnen und töten. Ah, ist okay. Ich werde aber trotzdem noch keine dieser Dinger bewerten. Okay. Was bist du? Fallorona. Man nimmt an, dass Fallorona aus Madagaskar stammt. Es wird auf einem Spielbrett mit 9 Reihen zu je 5 Feldern mit übersteinenden Linien gespielt. Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann, die Steine zu schlagen, indem man sich Steine entlang der Linie entweder auf ihren gegnerischen Stein zu oder von ihnen wegbewegt. Ah. Ja. Ich setze mal 10 real. Ja, bitte. Das ist das Spiel. Ja, das habe ich schon mal gespielt, tatsächlich. Ich glaube, da bin ich nicht so gut. Der kann zweimal, das ist ja mies. Oh, ich kann noch mal. Na dann. Nehmen wir die da auch noch mit. Doch, ist es. Wenn ich den da rüber schiebe, kann ich 2 wegnehmen, aber das war's. Wenn ich den da hinschiebe, sind es 3, aber das war's dann auch. Das müsste eigentlich trotzdem besser sein. Wenn ich den da hinschiebe, sind 1, dann kann... Ja. Schieben wir den dahin. Dann dahin. Dann nehmen wir nämlich die 4 da weg. Kaum zu überbieten, ha. Und den da. Und genau, wenn wir schon dabei sind, dann wird sie dann auch weg. Das war's dann. Ich wünsche euch Glück. Jetzt kann er den da wegschieben. Alter, den da auch noch. Und jetzt kann er da noch mal rüber.
Und da noch. Alter, der ist gut. Dann viel Glück beim Besser machen. Ich hätte den anderen noch wegschieben. Na, ist okay. Wenn ich den da hinschiebe, habe ich da nur einen. Das war's. Das ist doof. Den kann ich darüber. Das war's. Dann nehmen wir doch, glaube ich, lieber den hier, weil das sind zwei. Jetzt nehmen wir mir da die drei. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Ich hätte den wegnehmen sollen, weil dann hätte ich zwei Geräte. Na egal. Wenn ihr nicht schlagen könnt, dürfen sie einen beliebigen Stein auf ein benachbartes Feld ziehen. Darüber. Der sieht nicht gut für uns aus. Ich glaube, die 10 Real sind weg. Aber er ist auch nicht viel besser dran. Sollte reichen. Das Problem ist, wenn ich den dahin schiebe, dann kann er mit dem schlagen. Wenn ich ihn dahin schiebe, schlägt er mit dem. Das heißt, ich muss dahin. Ich habe nicht mitgedacht. Und der ist auch weg, weil ich nicht mitgedacht habe. Ah, ich glaube, ich verliere. Sehr gut. Ich habe schon mal gespielt. Ich hab nicht gesagt, dass ich... Sieht man nicht oft sowas. Ich habe nicht gesagt, dass ich gewonnen habe. Es gibt eine taktische Ansicht. Aha. Kann ich nicht. Ich muss ihn zurückziehen. Mir fehlen die Optionen. Er kann sich da hinten einen Wolf hin und her schieben. Ja, klar. Das könnten wir jetzt theoretisch ewig machen. Er muss nicht in meine Nähe kommen und ich muss nicht in seine Nähe kommen. Und ich finde, es hätte verboten gehört, den gleichen Zug mehrfach zu machen. Ja, und damit habe ich verloren. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich mache nochmal die 10 real. Ach, ich bin der, genau. Nicht. Ja, doch. Ja. Aber damit hat er immer nur 4. Ich glaube nicht, dass ihr das schlagt. Doch, das habe ich schon mal geschlagen, aber das sage ich dir immer nicht. Wenn ich den da rüber schiebe, hole ich zwar zwei, aber dann komme ich nicht weiter. Wenn ich den da rüber ziehe, hole ich den da nur. Kann er da rüber? Das war's. Ja, geh weg mit deiner Hand. Ich muss gucken. Wenn ich den darüber ziehe, habe ich 3 und dann war es das. Immerhin sind es dann 3, was auch schon mal...
Halt die Klappe! Dräng mich nicht! Alternativ kann ich auch hier 3 rüber, dann könnte ich den da rüber, aber dann habe ich nichts mehr. Oder ich ziehe den dahin. Drängt der mich etwa? Zack, dann. Dann an der Seite kann ich hier halt 3 hinbekommen. Das ist so das Einzige, was ich sage. Das macht Sinn. Da bekommt er nämlich nur einen. Und noch einen. Okay. Der stört mich. Das. Aber auf der anderen Seite stört sie auch. Damit legt er es aber drauf an. Ja, das macht ja auch Sinn. Deswegen mache ich diesen Zug ja auch. Ich hätte die anderen genommen, aber ist okay. So, jetzt ziehen wir mal darüber. Ich liebe diese Minispiele. Es tut mir leid. Kann ich ihn wieder darüber ziehen? Mit dem. Okay, ich darf da nicht rüberziehen, dann muss ich darüber ziehen. Ist okay. Wenn ich nicht darf, warum auch immer. Weil genau das wollte ich eigentlich verhindern. Der cheatet doch. Den lasse ich da mal. Den kann ich nämlich immer noch schlagen. Und jetzt bin ich darüber. Jetzt schlägt er mir den halt zwar auch weg, aber. Ja, jetzt schlägt er mir den natürlich. Ich hätte den doch nehmen sollen. So. Und darüber. Und darüber. Sieht diesmal besser aus. Bin ich mit zufrieden. Ja, das ist schön für dich. Darf ich nicht bewegen? Das Problem ist, wenn ich die da irgendwie. Falsch bewege, zum Beispiel so, ist er weg. Das ist ein Rettungszug. Der ist weg. Machen wir mal drauf. Auf der anderen Seite sind die beiden jetzt auch weg. Wieder den anderen nehmen, weil. Nein. Er will den verlieren. Damit legt er es aber drauf an. Ja, natürlich. Nicht übermütig werden, Saat, nicht übermütig werden. Okay, jetzt ist die KI auf Verlustmodus eingestellt gewesen. Sieg ist was Feines. Ja, damit haben wir die 10 eingesetzten Real zurück, offensichtlich nicht ganz. Na egal. So, was haben wir denn hier noch für Optionen?